Alrighty, sehr liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Communio.de, dem Online-Manager in meiner eigenen Liga. Ja, zuletzt war kein Spiel in der Bundesliga wegen den Länderspielen und das kommende Wochenende geht's weiter. Dennoch haben wir noch nicht uns den letzten Spieltag, also den dritten, angeguckt. Das machen wir gleich noch. Gucken mal rein, wie der aktuelle Stand ist. Da ich in den nächsten zwei Wochen im Urlaub bin, wird es dann wahrscheinlich in dieser Zeit natürlich keine Videos geben. Ich werde mal gucken, dass ich über die App spiele. Die habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt. Vielleicht können wir auch gerne ein Fazit dazu bringen nach meinem Urlaub. Und ja, ich denke mal, wir gucken erstmal rein in die Tabelle des letzten Spieltags. Bloß mal ganz grob drüber gesehen. Da hatte Sven den Spieltag gewonnen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Gutschriften gemacht habe. Das werden wir uns gleich nochmal angucken. Sven auf jeden Fall vorne dabei gewesen. Hanna an zweiter Stelle mit 48 Punkten. Sven hatte 54, Martin 41. Ich war sechster Platz mit 29 Punkten, ein Punkt hinter Patrick. Ja, also wir sechs sind ja eigentlich wirklich die sehr Aktiven. Max und Niklas, ja. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Die könnte man wirklich rauslöschen. Vielleicht dann zu Beginn meines Urlaubs werde ich das mal durchziehen. Schau mal schnell mal, habe ich die Gutschriften gegeben? Ja, mal gucken, ja, Transfers. Ich glaube, man kann das auch filtern. Ja. Genau. Habe ich gemacht. Ach hier, guck mal, Arne hatte hier einen Kommentar geschrieben. Kann ich ja vielleicht gleich mal im Video erklären. Ich habe Sven 550.000 gegeben, weil er der Spieltagsbeste war und er hatte den besten Spieler im Mittelfeld mit 12 Punkten. Neben mir auch. Ich hatte den auch im Mittelfeld mit 12 Punkten, deshalb haben beide 50.000 dafür gekriegt. Arne hatte 450.000 bekommen. Begründung wegen Spieltagsplatzierung, er war ja zweiter Platz und weil er den besten punktbesten Abwehrspieler hatte. Und hier ist mir dann aufgefallen, nämlich bei Martin habe ich 400.000 gegeben. Mir ist aufgefallen, dass ich dachte, ich hätte dem zweitbesten Spieler des Spieltags 400.000 versprochen und dem drittbesten 300.000, was dann in Summe die Punkte eben ergibt. Und da ist mir aber aufgefallen, okay, ich hätte Arne nur 350.000 geben dürfen. Ich habe ihm 450.000 gegeben, deshalb wurden 100.000 wieder abgeschrieben, genauso wie bei Martin. Bei Martin sind es ja sogar, muss ich nochmal gucken, was habe ich bei Martin gemacht? Achso, er hatte den besten Torwart und den besten Angriffsspieler, deshalb hat er 100.000 bekommen plus 200.000, macht 300.000. Ich habe 400.000 gegeben, deshalb gab es 100.000 wieder abgezogen und bei Arne eben das gleiche, also so viel dazu. So, mal nochmal in die Kommentare auch gepackt, damit das auch ganz klar ist. Ja, das ist ja Geld, was man gar nicht vergeben muss. Das habe ich entschieden, dass wir das machen, dass der Spieltagsbeste 500.000 extra kriegt, der Zweitbeste 300.000 extra und der Drittbeste 200.000 extra und für jeden beziehungsweise 50.000 auch noch für den Trostpreis. Also von den sechs aktiven Spielern der schlechteste. Und jeweils 50.000 für den punktbesten Stürmer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler, Torwart. Das ist der Hintergrund. Das ist in meiner Liga aktuell der Fall, dass wir das so spielen. Die Gesamttabelle sieht insofern aus, dass Arne führt mit 135 Punkten, vor Enzer mit 118, jeweils vor Martin mit 114 und Patrick vor 111. Ne? Also Patrick hat verloren aufgrund des letzten Spieltags etwas. Sven ist auf den 5. vorgerückt, hat mich überholt. Ich bin 6. Also ich war jetzt zweimal 5., einmal 6. Es läuft definitiv nicht gut, gemessen auch an den ganzen Transfers, die ich tätige und Überlegungen, die ich durchführe. Martin hat irgendwie eine Liste, glaube ich, mit allen Transfers. Da bin ich natürlich ganz klar auf der Nummer 1, weil ich eben sehr, sehr viele Spieler kaufe und auch verkaufe. Zum Beispiel Brun Larsen. Brun Larsen habe ich für 9,1 verkauft. Das war der Peak. Definitiv war gut, ihn zu verkaufen. Er hat zwar natürlich gepunktet,
auch wenn er keine Tore geschossen hat, hat er Pluspunkte gemacht. Aber hier ist einfach die Gefahr, dass der Marktwert zu schnell sinkt, wenn er halt mal nicht performt. Und aufgrund der Punktausbeute, die ich gemacht habe, habe ich mich eben entschlossen, Gnabry zu holen. Und vorher auch Höhler. Weghorst hatte ich ja schon im Laufe des Spieltags geholt. Leider hat er die meisten Punkte gemacht, wenn ich ihn noch nicht hatte. Modeste genauso, hat auch noch gepunktet, nachdem ich ihn verkauft habe. Jetzt habe ich mich entschieden, Gnabry als zweiten sehr wertvollen Stürmer zu besorgen. Und dafür waren halt die Transfers notwendig, der Transfer Plus notwendig. Außerdem habe ich mir im Zuge des letzten Spieltags auch noch Endo besorgt, der bisher immer sehr gut gepunktet hat. Und jetzt, im Moment, also für die nächste Aufstellung, habe ich dann noch Grilic im Mittelfeld. Grilic hatte ich schon mal, habe ihn auch wieder verkauft, weil es hieß, dass er den Verein verlässt. Da habe ich ein bisschen Verlust gemacht. Jetzt habe ich ihn mir wiedergeholt, weil er eigentlich schon ein solider Punkt da immer war. Und ich hoffe, dass er vielleicht auch Einsätze findet. Wäre aber ein Spieler, den ich auch immer wieder noch verkaufen kann, wenn ich noch eine bessere Alternative finde. Im Moment habe ich noch 3,3 minus, deshalb verkaufe ich Khedira und habe noch Bialek hinzugezogen, beziehungsweise auch Pikacic, die beide verletzt sind, wo ich eigentlich hoffe, dass der Marktwert mal steigt, wenn sie wieder fit werden. Aber weil ich noch nicht weiß, was ich für ein Angebot vom Computer kriege, für Khedira, dass ich wenigstens im Plus bin, habe ich eben die Spieler jetzt auch auf den Transfermarkt gesetzt. Widmer habe ich mir wiedergeholt, den hatte ich vorher schon drin, habe ich verkauft. Der hat natürlich im letzten Spieltag sehr gut gepunktet. Ist dann schade, hätte ich ihn nur einfach behalten, hätte ich mir die Punkte mitnehmen können, aber auch so hat er eigentlich nicht schlecht gepunktet für den Preis, den er hat. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, Orban zu verkaufen. Orban bisher nicht ganz so eingeschlagen. Der ist jetzt bei Madin. Den werden wir also trotzdem weiterhin sehen können. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt nicht rausballert. Aber das hat halt auch immer mit Glück und Pech halt zu tun. Ne? Orban habe ich für 7,73 Millionen verkauft. Damals für 8 Millionen, glaube ich, gekauft. Ja, ein bisschen Minus gemacht. Aber ich habe halt, wie gesagt, auch bei vielen Spielern sehr, sehr viel Plus gemacht. Weshalb ich eben mein gesamtes Team nochmal verstärken konnte. Wir können ja mal schauen hier genau in der Liste. Also, wen haben wir denn noch? Zum Beispiel Ekel im Kampf, den habe ich verkauft für 6,3 Millionen. 6,3 Millionen, er hat jetzt einen Marktwert von 6, ja, also das war so, ja, er ist nochmal im Marktwert gestiegen, aber ich hatte halt ein fettes Angebot eben bekommen mit einem Marktwert von 5,9. Habe ich dieses Angebot bekommen mit 6,153, das musste ich dann annehmen, weil es wahrscheinlich, es kann sein, dass er gar nicht spielt bei Hertha, es kann sein, dass er spielt und gut performt, das weiß man nicht, das ist ein Risiko, aber gekauft hatte ich ihn damals, mal gucken, wo war es denn gewesen? Das war natürlich schon länger her gewesen. Aber so lange her war es, glaube ich, nicht. Habe ich ihn denn? Ach nee, Moment, das sieht man hier gar nicht. Das muss man hier oben gucken. Ich habe ihn für 3 Millionen gekauft und eben für das Doppelte verkauft. Das war gut. Dann habe ich Höhler auch gekauft für 5,1 Millionen. Der hat jetzt noch einen Wert von fast 8 Millionen, weil er halt auch starke Punkte hat. Ich lasse ihn im Team drin. Hoffe halt einfach, dass es insgesamt passt. Und ja, Florian Wirtz ist ja jetzt wieder fest dabei. Hat ja super performt am dritten Spieltag. Da hoffe ich natürlich, dass es weiter so geht. Ich hoffe auch, dass Weghorst endlich punktet und Tore schießt in meinem Team. Ich hoffe auch, dass ich endlich mal Torwarte habe, die nicht immer nur einen Punkt kriegen. Also ich finde manchmal die Punktebewertung auch sehr komisch. Ich hatte ja Kobel eigentlich drin. Kobel hat sehr gute Paraden gemacht. Hat aber immer auch nur wenig Punkte bekommen, als ich ihn drin hatte. Aber da geht es halt auch um andere Werte. Zum Beispiel Passgenauigkeit, glaube ich, spielt dann eine Rolle. Und ja, wenn ein Torwart wenig zu tun kriegt, kriegt er in der Regel halt auch wenig Punkte. Also Bewertung ist ein Thema für sich, na, aber man kann ja nur hoffen und ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass VfL Bochum auch einige Torchancen zu verhindern hat und ja, dass das da irgendwie ganz gut klappt. Ich hoffe einfach mal, dass ich es endlich mal schaffe, in einem Spieltag nicht nur fünfter Platz zu sein. Das wäre mal ein Ding, sondern mal in den Top 3.
dass ich es mal schaffe, mehr als 30 Punkte zu kriegen. Deshalb Weghorst, wenn er knipst. Gnabry ist in guter Form. Wenn Höhler so weiterspielt, Wirtz und Endo. Also, es kann jetzt eigentlich kaum noch schlechter werden. Also maximal besser. Viel Potenzial habe ich dann nicht mehr im Moment, weil ich ja natürlich auch mit Gnabry sehr viel Transfermarktwert eingesetzt habe. Sollte Höhler nicht performen, kann ich ihn verkaufen. Führig ist verletzt beim VfB, wird aber fit, wie es aussieht. Könnte auch eine Rolle spielen beim VfB, Punkte machen. Das ist noch so das einzige Potenzial, was ich habe. Touré als Abwehrspieler war auch ein bisschen günstiger gekauft. Ist jetzt unbedingt stagniert. Ich weiß nicht, ob der zu Einsätzen kommen wird. Aber ja, also selbst wenn nicht, den kann ich immer noch für 1 Million oder so verkaufen. Habe ich Transferplus gemacht. Also da habe ich jetzt keinen Druck. Ja. Ich will schon eigentlich mit dem Team spielen. Ist jetzt ein bisschen doof, dass Aranguiz und Palacios abgestellt sind wegen ihren Länderspielen. Also die haben ja an sich auch zumindest immer ein bisschen gepunktet. In Leverkusen ja auch eigentlich gar nicht so schlecht drauf. Da habe ich auch noch Potenzial im Mittelfeld. Ja, wir werden es sehen. Ist natürlich auch ein bisschen immer mit Glück und Pech verbunden, aber ich habe eigentlich schon Bock, mal mehr Punkte zu machen. Ja, und ich habe jetzt von den Top 10 Marktwerten schon 2 Spieler. Bald 3, wenn Wirtz noch weiter steigt. Also da alles auch offensive Spieler. Ja, also da ich einfach, dass da auch mal eine fette Punktzahl kommt. Klar, Lewandowski und Haaland haben wir bei uns. Also als Stürmer, den besten Stürmer aufzustellen, ist schon schwierig, wenn die beiden jeweils auch unterwegs sind. Aber ne, ich bin da guter Dinge. Ja. So, schauen wir mal. Nach dem Urlaub werden wir mal sehen, wie es da aussieht. Da sind ja dann auch wieder ein paar Spiele vergangen. Und ja, ob ich da Glück hatte mit meiner Taktik oder nicht. Das werden wir sehen. Bin gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Shoutout an Comunio dafür, dass sie uns diese Pro-Saison geschenkt haben. Das ist immer noch mega geil. Ich werde definitiv auch, also wenn die Leute dann Bock haben, nach der Saison weiterzuspielen, werde ich mir persönlich dann die Plus-Mitgliedschaft erwerben. Wenn Comunio sagen würde, sie würde die Saison weiterhin supporten, dann würde ich mir noch eine zweite Liga suchen und mir dort den Plus kaufen und da halt auch spielen. Da hätte ich schon Bock zu eigentlich, ja. Noch eine zweite Liga irgendwie. Deshalb würde ich erstmal sagen, haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Basti.